Für die Hockeyfrauen ist das große Turnier jetzt vorbei. Gestern wurden die letzten Spiele der U21-Weltmeisterschaft im Hockeypark ausgetragen. Zufriedenheit hat sich im DHB-Kader dabei aber wohl nicht breit gemacht. Nach dem Ausscheiden in der Gruppenphase ging es am Sonntag um die Plätze 9 und 10. Vor einer belebten Zuschauerkulisse traf das Team von Bundestrainer Mark Herbert auf Neuseeland. Auf Augenhöhe begegneten sich die Frauen allerdings selten. Dem offensiven Auftreten der Kiwis hatte die deutsche Auswahl wenig entgegenzusetzen. In Minute 37 führte Neuseeland bereits mit 0:2. Nach dem Pausenpfiff zeigte Deutschland noch einmal mit dem Treffer zum 1:2 durch Kapitänin Rebecca Grote, dass der Kampfgeist noch nicht erloschen war. Am dabei gebliebenen Endstand hat sich dann aber nichts mehr geändert. Mit nur 2 verlorenen Spielen belegen die deutschen Frauen damit den 10. Tabellenplatz auf der U21-Weltmeisterschaft. Den Titel konnte sich wie im Vorjahr die Niederlande holen. Das war Sportkompakt. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.